Hallo und herzlich willkommen, liebe Sternzeichen Widdergeborene. Ich grüße euch hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Janina und wir schauen heute gemeinsam in die Energien und das Potenzial der nun anstehenden 3 Monate oder auch genannt der Herbstsaison. Was ist los? Wovon darfst du dich lösen? Was darfst du willkommen heißen? Was ist wichtig? Was ist vielleicht auch weniger wichtig? Mach es dir gemütlich, mach es dir schön. Ich werde heute mit Hilfe von Tarot, Orakel und Lenormand-Karten deine Energien der nächsten Zeit befragen. Ja, und würde sagen, wir gehen auch schon direkt rein. Ich habe heute auch mal wieder meine astrologischen Würfel hinzugenommen. Das möchte ich nämlich so ein bisschen mitnutzen hier für die Überschrift der Energien, um einmal reinzuschauen, was ist für dich hier ein Thema, wo darfst du vielleicht besonders drauf schauen oder was ist für dich besonders sehenswert. Am Ende entscheidest du ja selber, ne? Was nimmst du mit, was lässt du vielleicht bleiben. Ja, und ich würde sagen, wir starten auch schon mal mit den Würfeln. Vorab sage ich dir direkt, alle meine Kartendecks, die ich heute verwende, findest du verlinkt unterhalb des Videos, genauso wie meine persönliche Website, auf der du Legungen buchen kannst. Okay, es geht los. Liebe Orakelwürfel, liebe astrologischen Energien, was darf ich dem Widder mit auf den Weg geben? Spannend, schon wieder das 10. Haus und Sternzeichen Jungfrau hatte ich auch schon bei den Wasserzeichen. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals, liebe Leute. Ich muss noch mal einen Schluck trinken. Auf jeden Fall haben wir mit dem 10. Haus die Energie von Berufung, aber auch dem persönlichen Ruf und der Karriere. Das ist ein Thema. Das ist ein Thema, mit dem sich auch das Sternzeichen Jungfrau natürlich sehr gut identifizieren kann. Die Jungfrau steht für den Perfektionismus, aber auch für die Analyse. Ist selber verknüpft mit dem Planeten Merkur. Dieser steht für unseren Intellekt, die Kommunikation, aber auch die Vernunft. Also, im Fokus kann die nächste Zeit bei dir stehen, wie geht's weiter? Wo muss ich vielleicht Entscheidungen treffen? Wo muss ich Entscheidungen fällen? Was ist hier los im dritten oder unter anderem im dritten und auch im 4. Quartal des Jahres 2024? Wo muss ich vielleicht ein bisschen mehr den Stift der Vernunft unterzeichnen lassen? Das lassen wir erstmal so stehen. Jetzt gehen wir mal in die Orakelenergien. Das hier sind einmal die Weisheitskarten der Seele von Colette Baron-Reed. Außerdem das zweite Orakeldeck, die Moonology-Karten, das Mondorakel von Jasmin Boland. Eine Überschriftenenergie für den Widder. Vielen Dank. Und da fällt mir direkt wieder was runter. Ich liebe es ja immer, ne? Das ist wirklich, glaube ich, der Nachteil, den ich hier einfach habe, weil ich einen runden Tisch habe und mir dadurch hier hin und wieder das ein oder andere Kärtchen verloren geht. Aber die Karte zeigt sich. Das bedeutet, sie möchte auf jeden Fall Teil der nun folgenden Energie werden. Zweite Botschaft, zweite Energie. Vielleicht hat ja der ein oder andere auch mit seinem Halschakra zu tun. Und ich überbringe diese Nachricht schon mit meinem Geräusper hier. Zweite Energie, absteigender Mondknoten. Lass dich von Vergangenem nicht bremsen. Okay, also Balance sagt die Nummer 11. Die 11 in der großen Arkana steht für die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit schenkt uns die Energie vom karmischen Ausgleich. Bleib fair dir, aber auch anderen gegenüber, ist unter anderem ein Ratschlag, ein Tipp. Balanceakt. Bei dem Balanceakt geht es darum, verschiedene Bereiche deines Lebens in Balance zu halten. Ja, also hier, wenn du vielleicht die Tendenz hast, dich übereifrig in einen Bereich des Lebens zu stürzen und zu engagieren, sagt hier jetzt das Orakel für deine kommenden 3 Monate, behalte die Balance. Behalte die Balance zwischen Arbeit und Familie, Beruf und Freundschaften, der Liebe allgemein. Also hier immer so ein bisschen schauen, dass du hier alles so ein bisschen, es könnte ja auch für dich eine Lernaufgabe sein, alles in Balance zu halten. Also hier nicht den Blick für einen bestimmten Bereich, für eine Säule deines Lebens zu verlieren.
Dazu lass dich nicht von vergangenem bremsen, absteigender Mondknoten. Der absteigende entspricht dem südlichen Mondknoten. Und Mondknoten finde ich ja wahnsinnig spannend als Thema. Da geht es ja darum, wo kommst du her? Und der nördliche Mondknoten repräsentiert deine gegenwärtige Lern- und Lebensaufgabe. Das heißt, wo gehst du hin? Der südliche Mondknoten stellt die Energien dar, mit denen wir schon vertraut sind, die wir in uns tragen. Wenn du den südlichen Mondknoten zum Beispiel im Stier hast, dann hast du eine gewisse Beständigkeit in deinem Sein, in deinem Leben. Hast dieses Bedürfnis, dass Dinge sich nicht groß verändern müssen, dass du einfach zufrieden bist, wenn du in einem sicheren Terrain dich bewegst. Wenn du den nördlichen Mondknoten wiederum Skorpion hast, das ist das gegenüberliegende Sternzeichen, dann bist du in diesem Leben dazu angehalten, auch etwas zu riskieren, dich zu Veränderungen hinzubewegen, Ja zu sagen zu neuen Dingen, zu neuen Ufern. Einfach mal ein Beispiel, dass du dir was darunter vorstellen kannst. Okay, also hier, Balanceakt, ne? Also hier geht es wirklich darum, Balance zu halten, könnte hier speziell auf deinen Ruf, aber auch auf deine Berufung, das heißt auf den Arbeitskontext sich beziehen. Die Jungfrau lädt dich ein, in Gespräche zu gehen, die ja ein gewisses Maß an Informationsreichtum, sage ich jetzt mal, im Vorwege empfehlen. Das heißt, dass du dich informierst, bevor du Gespräche führst, dass du bestens vorbereitet bist, dass du dich nicht, wie es dem Witter naturell gerne mal in die Wiege gelegt ist, impulsiv in Dinge hineinstürzt, sondern erstmal ein bisschen drüber nachdenkst, vielleicht sogar drüber schläfst, so ein bisschen schaust, okay, wo könnte ich jetzt vielleicht überstürzt handeln? Okay, wir gehen mal rein und das machen wir mit dem Tarot, Licht- und Schattentarot von Chris Ann. Und ich möchte mal wissen, in welcher Situation, in welcher gegenwärtigen Situation befindest du dich? Und da ist die Königin der Stäbe gefallen. Das ist deine eigene, deine persönliche Königin und die Königin der Stäbe hat Feuer. Die hat Feuer, die hat Leidenschaft, die hat Energie. Du könntest also gerade vor Energie strotzen und den Eindruck haben, du hast dein Leben im Griff. Du hast dein Leben, deine Vision, deine Träume zum Greifen nah. Du bist genau da, wo du jetzt sein sollst. Okay? Was kreuzt diese Energie? Was gibt es für Einflüsse? Was könnte hier deiner Energie entweder unterstützen, aber auch im Wege stehen, ne? Kreuzung ist so und so zu betrachten. Der Page der Kelche ist gefallen. Der Page der Kelche, das ist der Träumte, der Träumer, der Verliebte, derjenige, der sich Luftschlösser baut, der viel im Kopf mit Hilfe seines Herzens unterwegs ist. Könnte also sein, dass du hier zeitweise aus diesem energetischen Feld gekickt wirst, weil du ins Träumen gerätst. Vielleicht hast du aber auch in deinem Mond, kriege ich gerade rein, ein Wasserzeichen. Fisch, Krebs oder Skorpion. Ne? Also ich kriege hier so eine sehr wässrige, verträumte Energie rein, die dich immer so ein bisschen aus diesem Energiefeld hinauszieht. Ne? Dass du immer mal wieder in Gedankenschlösser verfällst. Vielleicht auch hier und da unrealistisch denkst. Okay, was weißt du schon, welches Wissen hast du bezogen auf dieses Energiefeld? Was sagt uns dein Bewusstsein, die 7 der Münzen? Du hast dir diese Energie erarbeitet. Du bist eine sehr fleißige Person. Du hast dir den Stand erarbeitet. Mit den 7 der Münzen kriege ich aber auch so eine Bestandsanalyse rein. Du analysierst, du überlegst, du planst, ne? Du machst hier ein Check-up deiner gegenwärtigen Situation. Und schaust einfach mal so ein bisschen, wo stehe ich gerade? Du bist stabil, aber ich habe das Gefühl, diese Stabilität befriedigt dich nicht. Das kann in deiner Beziehung, in deinem Beruf, aber auch in dir selber sein, dass du irgendwie immer so einen gleichen Rhythmus hast, so einen Ablauf und irgendwas. Ich kriege tatsächlich so eine Einöde rein, ne? Dass dich irgendetwas langweilt, dass dir gerade so ein bisschen der Pfeffer fehlt und deswegen bist du in dieser feurigen Energie, weil du Impulse schaffst, weil du vorankommen möchtest, weil du mutig und laut Ja zum Leben sagst. Was weißt du noch nicht? Dein Unterbewusstsein spricht.
Der König der Münzen. Der König der Münzen, das ist der König der Stabilität, der König der Materie. Du bist stabil, du bist sicher, du strahlst auf andere eine enorme Sicherheit aus, sagen die Karten. Du bist für andere, könnte man auch sagen, der Fels in der Brandung. Der König der Münzen kann allerdings auch jemand sein, der dich beobachtet, jemand, der dich im Blick hat, jemand, der schon sehr erfahren ist, der schon viel im Leben erreicht hat. Und dieser König der Münzen, der könnte dir auch, wenn wir jetzt mal wieder auf deinen Ruf, ne, auf deine Karriere schauen, könnte dich unterstützen. Ne, der könnte dich unterstützen, der möchte mehr aus dir und deinem Potenzial herausholen. Wo kommst du her? Was ist die Energie deiner Vergangenheit? Was hast du hinter dir gelassen? Die 6 der Schwerter. Die 6 ist die Zahl des Wandels, der Veränderung. Bei den Schwertern geht es um unsere Gedanken, um unsere Worte. Du hast dich gedanklich von etwas oder jemandem verabschiedet, hast dich gedanklich verändert. Wir schauen mal unterm Deck. Tod, Wiedergeburt, du bist transformiert. Du hast irgendeinen neuen Glaubenssatz in der Vergangenheit entwickelt. Dieser Glaubenssatz hat dich auch mental gestärkt und mutig gemacht, ne? Was aber interessant ist, wenn wir einen weitergehen, dann sind wir bei den 7 der Schwertern und das ist dann schon wieder die Täuschung. Das heißt, es könnte sein, dass du in diesem Glaubenssatz dir auch noch etwas vormachst, dass du vielleicht meinst, von etwas oder jemandem Distanz eingenommen zu haben, aber du steckst eigentlich noch mitten in der Transformation. Okay, wir gehen mal weiter. Wie entwickelt sich das in den nächsten 3 Monaten? Nee, 3 Monate haben wir hier als gesamten Zeitraum, die nächsten 4 Wochen, der nächste Monat. Was haben wir da für eine Tendenz? Da hüpft uns die 4 der Münzen aus dem Deck. Die 4 der Münzen, ja, das ist ein solides Fundament. Dazu haben wir den Turm. Du könntest hier wirklich einen Umbruch relativ gut überstanden haben. Mit den 4 der Münzen habe ich, wie gesagt, ein solides, ein stabiles Fundament. Die 4 der Münzen ist aber auch so ein, na, so ganz reicht es mir noch nicht. Ich bin sicher, ne, ich habe hier mein Portemonnaie gefüllt, du bist vielleicht beruflich in einer sehr stabilen Position, aber so ganz befriedigend tut dich das nicht. Du bist in irgendeiner Form noch, ja, noch nicht da, wo du hin möchtest. Das ist aber auch okay. Es wäre ja auch schade, wenn wir hier auf das Potenzial deiner nächsten 3 Monate schauen und im ersten Monat ist schon alles hier sicher, dann müssten wir ja gar nicht weiterleben. Also in dem Sinne, alles gut, alles hier von Potenzial. Du könntest dich also in den kommenden 4 Wochen mit der Turmenergie noch mitten in einem Umbruch, noch mitten in einer Veränderung befinden. Hier könnte sich eine Situation in deiner Beziehung, in deinem Beruf noch nicht so entwickelt haben, nicht so schnell entwickelt haben, wie du dir das gewünscht hast. Wie stehst du denn selber? Wie ist denn deine Einstellung auf, bezogen auf den Herbst, bezogen auf diese Situation? Was ist denn deine Grundeinstellung? Der Ritter der Schwerter. Du bist gedanklich sehr rege. Du hast viele Ideen, viele Impulse. Hier haben wir die 7 der Schwerter. Aha, das finde ich spannend. Hier lugt sogar schon der Teufel rein. Also deine Grundeinstellung ist, glaube ich, dass du dich in irgendeiner Form auch noch nicht festlegen möchtest. Noch nicht festlegen willst auf einen bestimmten Weg, nicht festlegen willst auf eine bestimmte Idee. Wir klären gerade mal mit dem Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti. Und da fällt der Sarg. Okay, es bezieht sich hier also auf einen Wendepunkt in deinem Leben, auf einen Wandel. Ich habe das Gefühl, du weichst hier tendenziell einer Veränderung noch aus. Ne, weil der Ritter der Schwerter, das ist für mich wirklich, hier finde ich super gezeichnet, das ist hier wirklich der, der immer in Bewegung ist. Aber niemand, der mal innehält, der mal stillsteht. Ne, und bezogen auf einen Wandel, auf eine Veränderung, kriege ich hier so eine leichte Unruhe bei dir rein. Ne? Du willst das Ganze noch nicht annehmen. Was hast du außen für Begegnungen, für Einflüsse? Was begegnet dir im Außen, in deiner Familie, in deiner Partnerschaft, in deinen Freundschaften? Begegnungen mit anderen Menschen. Ui, da fallen die 10 der Münzen. Außen kriege ich also ein stabiles Fundament rein. Du könntest hier einen stabilen Freundes- und Bekanntenkreis haben. Oho, der Teufel. Das ist schon mal spannend. Der lugt unterm Deck. Ich möchte mal ganz kurz hier auch ein bisschen bezogen auf den Teufel hier eine Lenormand-Energie haben. Der Ring. Okay.
Der Ring ist auch eine Verbindlichkeit. Also bei einigen könnte es sein, dass hier etwas verbindlich gemacht werden soll, die nächsten Wochen, die nächsten Monate. Aber da grätscht noch der Teufel rein. Der Teufel kann eine Abhängigkeit sein. Ich will noch mehr Klärung haben, Leute. Das reicht mir nicht. Die Karte zeigt sich nicht, dann soll sie auch nicht Teil der Energie werden. Der Brief. Also hier irgendwie eine Nachricht bezogen auf eine Abhängigkeit, auf eine Situation in deinem Leben, in der du unfrei bist. Ich musste mal kurz unter den Tisch krabbeln, deswegen hat sich das stimmlich vielleicht gerade ein bisschen verändert. Der Brief ist die oberflächliche Kommunikation. Also liebe Leute, ich habe so ein bisschen das Gefühl, zum einen stabilisiert sich dein Umfeld, stabilisiert, vielleicht findet auch in deinem Umfeld eine Hochzeit statt oder du selber wirst irgendwie fester, standfester. Warte, wir haben hier unterm Kartendeck aber den Teufel und der verrät mir, dass es hier Abhängigkeiten gibt. Das heißt, diese vermeintliche Sicherheit, diese vermeintliche Stabilität könnte auch immer mal wieder getriggert werden vom Teufel. Na, vielleicht gibt es da eine Versuchung, der du aber trotzt. Denn hier haben wir ja ganz klar, sowohl der Ring wie auch die 10 der Münzen, also standfester und stabiler geht gar nicht. Also wirst vielleicht hier und da ein bisschen herausgefordert, musst dir aber grundlegend hier keine großen Gedanken machen. Bleiben wir mal bei dir. Wovor hast du Angst? Was sind deine Hoffnungen? Worin setzt du Hoffnungen? Da wäre fast die Hohepriesterin gefallen, aber hier sind zwei andere Karten gefallen. Worauf hoffst du? Und wovor hast du gleichzeitig aber auch Angst? Ach, wow, Leute, ich kriege Gänsehaut, die Welt. Ich habe wirklich das Gefühl, unterm Deck, wow, zeigt sich die Königin der Kelche. Es geht bei dir auch darum, dich ein Stück weit auf jemand oder etwas Neues in deinem Leben einzulassen. Dieses etwas Neue kann natürlich auch eine Berufung, ein Job sein, aber auch eine neue Person. Du hast zum einen Angst davor, etwas oder jemanden zurückzulassen, weil die Welt, ne, wenn ich ein neues Kapitel anfange, habe ich auch ein altes hinter mich gebracht. Hoffnung ist aber, ein neues Kapitel anzufangen. Also es ist deine Angst und deine Hoffnung zugleich. Zu tun hat das Ganze mit der Königin der Kelche. Das kann einen sehr spirituellen Menschen betreffen, dass du hier mit einem spirituellen Menschen, mit einer sehr spirituellen Person einen Neuanfang wagen möchtest. Diese Königin der Kelche kann dir aber energetisch auch anzeigen, dass du hier emotional am Heilen bist, dass du etwas heilst, dass du etwas hier etwas, dass du diesbezüglich Unterstützung erfährst. Wir klären mal die Welt mit dem Lenormand, bitteschön. Die Welt mit dem Lenormand. Was sagt uns hier das Lenormand? Oh, da hat sich eine Karte, die war aber vorher schon umgedreht. Müssen wir mal eben hier switchen. So, ja, die Sense hat sich auch kurz gezeigt. Könnte also ein abrupter Cut hier auch sein, den einige von euch vor sich liegen haben. Das Schiff, ja, du hast Sehnsucht. Oh, du hast so eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach einem Neuanfang mit der Königin der Kelche. Wie gesagt, das kann eine sehr spirituelle Person sein. Eine Person, die emotional vielleicht auch reifer ist als du. Die Königin der Kelche ist aber natürlich auch emotional unterstützend. Also du möchtest hier wirklich auf der richtigen und auf der verbundenen Seite sein. Du möchtest hier, ja, dich einfach... Oh Gott, sorry, jetzt habe ich euch hier fast weggekickt, liebe Leute. So, alles überstanden. Jo, sieht gut aus. Also ja, ein neues Kapitel, was hier ansteht, dem du auch eigentlich entgegenfieberst. Aber es macht dir halt auch Angst, ne? Ja klar, ne? Alles, was neu ist, verunsichert uns Menschen. Das ist nun mal so. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ende der Herbstsaison, Ende der 3 Monate. Was erwartet dich da?
Wo stehst du energetisch? An welchem Punkt stehst du energetisch? Die Gerechtigkeit. Es wird Gerechtigkeit geben. Gerechtigkeit. Unterm Deck liegen die 9 der Kelche. Das heißt, ne, du wirst diesbezüglich emotional sehr glücklich, sehr stabil sein. Du hast das Gefühl, es kommt etwas zu dir zurück. Die Gerechtigkeit ist ja immer auch so eine Karte, Karma-Karte, ne, wo viele denken, oh, nicht, dass ich hier irgendwie einbußen muss, weil ich vielleicht in der Vergangenheit mal nicht ganz richtig gehandelt habe. Nee, die 9 der Kelche bestätigen mir eher, dass du hier dich hier eher von Altem loslösen darfst, damit du Neues, neue Frische und neues Glück in dein Leben willkommen heißt. Also hier gibt es einen Ausgleich. Eine Lenormand-Energie, bitteschön. Ja, die zeigt sich, wenn auch auf den Boden, aber sie zeigt sich. Ich bin mal eben kurz wieder unterhalb des energetischen Tisches hier. Da ist der Hund. Der Hund steht für die Loyalität, steht auch ein Stück weit natürlich für die Abhängigkeit, steht aber auch für einen Menschen, der dich möglicherweise schon sehr lange begleitet. Und ich habe das Gefühl, in einer Verbindung in deinem Leben gibt es diese Gerechtigkeit, gibt es einen Ausgleich, einen Mensch, an dem du zum einen sehr hängst, aber auch jemand, der an dir hängt, ne? Jemand, der dir treu und loyal ergeben ist. Diesbezüglich gibt es einen Ausgleich, einen karmischen Ausgleich, weil du eben auch hier lernen darfst, diese Balance zu halten zwischen privat und beruflich als Beispiel. Eine letzte Karte, eine letzte Energie aus dem Kraftorakel, Kraft deiner Seele von Anja Plattner. Kraft für deine Seele. So, das ja auch richtig sagen hier. Ein Ratschlag, ein Tipp vom Universum, da ist er schon, an dich, lieber Widder. Da haben wir, where energy flows. Energy flows, where attention goes. Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Wo liegt dein Fokus aktuell? Wohin fließt deine Aufmerksamkeit? Möchtest du davon gerade wirklich mehr erschaffen? Also Leute, ihr dürft euch nochmal im Manifestieren üben, in Achtsamkeit und zu schauen, worauf konzentriere ich mich? Konzentriere ich mich auf den Mangel oder die Fülle in meinem Leben? Und wenn ja, möchte ich daran, ja gut, an der Fülle wahrscheinlich nicht, aber möchte ich vielleicht an negativen Glaubenssätzen etwas ändern oder möchte ich mich immer darauf konzentrieren, was nicht geht oder warum etwas nicht geht? Oder möchte ich vielleicht schauen, weil mir das Universum Zeichen sendet, was geht und warum geht das? Okay? Meine lieben Widder, ich lasse euch jetzt hiermit in die neue Saison, in den Herbst 24 entfliehen. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe dir, ich hoffe euch auch. Wenn du magst und mich ein bisschen unterstützen möchtest, dann lass mir gern einen Kommentar und wenn es nur ein Emoji ist, unterhalb dieses Videos in der Kommentarspalte. Ich freue mich jetzt schon drauf, freue mich auf eure Impulse und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich schon wieder. Bis dahin alles Liebe, alles Gute, deine, eure Janina. Tschüssi.